Hallo, meine Geräte zu Hause. Es ist Freitagabend, 17.35 Uhr. Der DAX bastelt gerade eben noch an seinen Schlusskursen. Mein Name ist Christian Schlegel und um den DAX geht es heute hier. Bevor ich damit anfange, jedoch der Hinweis noch auf das Webinar am Montag zusammen mit der Börse Frankfurt. Deswegen hier erstmal das Bild. Wenn Sie auf die Homepage gehen, börse-frankfurt.de, lache ich Ihnen entgegen. Und das ist der Titel MACD Indikator und Wunschkonzert. Es geht um ungefähr 10 Minuten, 12 Minuten MACD, ein paar Sachen zum Verständnis, wo der herkommt, wie der berechnet wird und wie und wann und wo man den benutzt. Und der Rest ist Wunschkonzert. Das Wunschkonzert, wenn Sie dann hier draufklicken, das Wunschkonzert heißt, dass Sie können sich Aktien wünschen und ich analysiere die dann. Allerdings, Sie können diese Wünsche hier hinschicken, redaktion@deutsche-börse.com. Ich brauche die bis Montag 12 Uhr, weil ich muss mich ja schon ein bisschen vorbereiten. Ich nehme mal an, dafür haben wir so ungefähr eine Stunde Zeit. Das sollten zwischen 10 und 12 Werte sein. Das Webinar ist kostenfrei. Man kann sich hier über diesen Link kostenfrei oder kostenlos, wie sie heißt, dafür anmelden. Und dann können Sie das am Montagabend, das ist um 18 Uhr, sich dann eine Runde Popcorn holen und was auch immer Sie trinken wollen. Und dann werde ich Ihnen ein bisschen was dazu erzählen zu den Werten, die Sie sich wünschen. So, Alla, schauen wir mal DAX, gehen wir mal unser. Das ist der DAX, eine Kerze, ein Tag. Wie gesagt, gerade eben bastelt der noch an seinen Schlusskursen, aber das ist mehr oder weniger gleich erledigt. Was Ihnen als allererstes auffallen sollte, ist dieser Trend. Ja, der kommt da von Juni letzten Jahres, trifft sich genau mit der 20-Tage-Linie. Und wo war der DAX heute? Ja, 11.405. Das sind diese Cluster, auf die ich immer wieder zu sprechen komme. Ja, wenn da verschiedene Punkte zusammenkommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Cluster mal angeknabbert wird, recht groß. Letztendlich ist das so eine Art Back-to-Breakout. Wir sehen also hier, dass wir hier an diese 11.400 immer mal wieder drangegangen sind. Dann haben wir den Trend gebrochen und wir sind genau wieder aufgesetzt. Und wir sind in der Mitte der Bänder. Das hier oben ist die 200-Tage-Linie. Aber was mir, und da möchte ich näher drauf eingehen, auffällt mit den Bändern ist, beide gehen relativ steil zusammen. Deutlich enger als letzte Woche. Das deutet, ohne dass ich jetzt hier schon mal drauf schaue, für mich darauf hin, dass der DAX sich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit für die Woche des großen Verfalls, nächste Woche ist großer Verfall, innerhalb der Bänder bewegen sollte. Das wäre der Maximalpunkt knapp über 11.000. Das wäre der Maximalpunkt nach oben ganz knapp unter 11.800. Da drin sollte der sich bewegen. Ich rechne nicht mit einer nennenswerten Erhöhung oder einem nennenswerten Abfall. Vor dem Hintergrund von der traditionellen Sichtweise, aber auch von der modernen, genauso wie vom Oszillator her, muss ich davon ausgehen, dass wir die 20-Tage-Linie bei rund 11.405 auch mal unterbieten. Der kann hier irgendwo reingehen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir hier, wie gesagt, unter das untere Band gehen oder gar unter die 11.000. Eine große Verfallwoche hat immer ihren Reiz. Da sind manche Erwägungen drin, die sind ziemlich heftig, aber ich glaube jetzt vor dem Hintergrund von dieser Technik nicht, dass wir nennenswert unter die 11.000 gehen könnten, wenn gleich überhaupt in diese Nähe. Ich habe den Eindruck, wenn ich in den verschiedenen Chats schaue, dass viele Leute sind vorbereitet darauf, dass der DAX mehr fallen könnte. Jeder hat irgendwo ein paar Puts rumliegen und wenn das der Fall ist, dann wird er relativ schnell aufgefangen, irgendwo hier unten. Ich habe Ihnen trotzdem jetzt mal ein paar Scheine mitgebracht. Und zwar, für die Leute, die denken, das ist die Mutter aller Supports, aller Unterstützung, von hier aus kann es nur noch hochgehen. Ich bin nicht dieser Meinung. Wie gesagt, ich rechne eher mit seitwärts für die nächsten Tage. Würde sich allerdings dieser Schein hier anbieten. Das ist einer, der unter der 11.000 liegt. Und zwar nehmen wir den hier, 10.989. Ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GA25PE, Paula Ehrlich. 10.989. Kommt für mich persönlich jetzt momentan noch nicht in Betracht. Das würde ich mir sehr genau anschauen. Ich packe es definitiv auf die Watchliste, wenn wir hier weiter runtergehen unter die 11.200. Dann gucke ich mir bei den Charts an. Ich bin der Auffassung, wenn man einen Short sucht, weil dieser Trend gebrochen werden könnte und weiter runter geht, muss ich den hinter die 200-Tage-Linie
und hinter das obere Band liegen. Da liege ich also etwas über 10.800. Da böte sich so etwas hier an, 11.815. Das ist ein Put von Goldman mit der Kennnummer GM7CLT. 11.815, da sind wir etwas hier hinter. Das sind diese beiden Scheine, ziemlich breit für mich und meine Verhältnisse. Aber ich glaube nicht, dass man zu nah rangehen sollte, weil wie gesagt, eine kurze Verfallswoche hat auch mal 200 Punkte innerhalb von 10 Minuten in sich. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich finde nach wie vor die Einzelwerte berechenbarer. Ich habe diese Woche einen Film gemacht über Vonovia und der da vorgestellte Schein, der hat sich verdreifacht. Solche Geschichten, ich finde das einfach berechenbarer als den Index momentan, weil da werden schon ein paar Positionen hin und her gerollt und das kann Schläge in die eine oder andere Richtung tun. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.